Heute geht es darum, warum ist das Fasten gut für dich? Fasten ist gut für dich, weil es deinen Körper reinigt und es gesund hält. Wenn du fastest, leidet ein bisschen dein Körper. Klar, es stresst ihn und er stellt um aufs Überlebensmodus. Das bedeutet, er muss versuchen, Energie einzusparen. Und Zellen, die schon krank sind oder die nicht so gut funktionieren, die werden absterben, die werden weggekickt. Die will dein Körper nicht mehr haben. Er braucht nur noch gesunde Zellen, damit er wirklich auch überleben kann. Und warum ist das jetzt gut? Die kranken Zellen werden einfach weggekickt, wenn du fastest. Da brauchst du, das heißt, dein Körper am Ende der Fastenzeit besteht dann größtenteils nur noch aus gesunden Zellen. Die Kranken sind alle weg. Wenn die bleiben, verursachen die nur noch mehr Krankheiten und Allergien und keine Ahnung, was da alles noch kommen kann, okay? Das heißt, wenn der Körper merkt, okay, ich habe da kranke Zellen, weg damit. Weil er sich darauf konzentriert, die gesunden Zellen zu erhalten und gesund zu bleiben. Warum leiden viele, wenn sie fasten? Ja, auch ich früher habe sehr gelitten, wir alle, die ganze Familie. Das liegt daran, dass wir sehr vergiftet sind, sehr stark vergiftet. Das heißt, wenn du vorher eine Magen-Darm-Reinigung machst, wird dir das Fasten leichter fallen. Weil umso vergifteter der Körper ist, desto schwieriger wird dieses Fasten. Weil während du fastest, entgiftet ja der Körper. So, und wenn du viele Gifte im Körper hast, leidet der Körper natürlich noch mehr, gerade wenn du kein Wasser mehr trinkst. Wenn dein Magen, dein Darm, dein Körper relativ sauber ist, fällt dir das Fasten leichter. Ich bin mir sicher, dass die Menschen früher, vor tausenden von Jahren, es leichter hatten zu fasten als wir heutzutage. Ja? Wir heutzutage mit unserem ganzen Chemiezeug, was wir haben, aus der Kosmetik, aus der Nahrung, aus der Luft. Der Körper ist sehr stark belastet. Und wenn wir dann ohne Magen-Darm-Reinigung in den Fastenmonat starten und dann auch noch uns ungesund ernähren, kann es wirklich nur noch schlecht sein. Also es kann dem Körper nur noch schaden. Und wir müssen uns auch klar sein, warum fasten. Fasten wurde uns ja so beigebracht, dass es gut ist für den Körper, dass es unseren Körper reinigt und auch die Seele reinigt. Okay? Wenn wir aber unserem Körper nur Mist zuführen, dann können wir nur leiden und man tut genau das Kontraproduktive. Weil wenn wir fasten, wollen wir uns ja reinigen. Und wenn wir uns reinigen, geben wir dem Körper wieder gesunde und saubere Sachen. Das heißt, wenn du fastest und abends beim Essen bist, versuche darauf zu verzichten, Fleisch aus der Massentierhaltung, diese Eier, Milch und so weiter, alles was aus der Massentierhaltung kommt, versuche es einfach zu vermeiden. Bei uns in Tunesien ist es so, dass es jeden Tag Fleisch auf dem Teller gibt, ja? Wenn man fastet. Fleisch, frittiertes Zeug, fettiges Zeug. Das ist so belastend für den Körper. Und jeder kennt das dann. Nach dem Essen, es war bei mir auch immer so, dass ich total müde war. Ich war zu nichts zu gebrauchen. Nach dem Essen einfach nur noch hinlegen. Ja, ich habe mit Mühe und Not noch das Geschirr gespült, die Küche sauber gemacht. Und ich war einfach nur kaputt. Ging gar nichts mehr. Wenn man sich aber gesünder ernährt, ja, also wenn dein Magen schon einigermaßen gereinigt ist, und ich hoffe, dass du da, es gibt ein Video von mir zur Magen-Darm-Reinigung, das werde ich dir auch nochmal unten verlinken, schau dir das mal an. Vielleicht machst du das jetzt nochmal schnell, kurz bevor der Ramadan anfängt, dass du deinen Darm reinigst und dass du dich mit gesunder Ernährung befasst. Das heißt, abends, wenn du das Fasten brichst oder morgens, wenn du vor Sonnenaufgang noch was isst, versuche dich davon zu ernähren von grünblättrigem Gemüse. Ja, es gibt Baumblätter, okay, das übertreibe ich, wenn ich sage Baumblätter, weil viele werden jetzt sagen, ich spinne total. Sprossen hat sehr viele Vitamine, Buchweizen genauso. Wenn du das keimst oder wenn du das über Nacht einweichst, kannst du das als Müsli zu dir nehmen. Versuche so viel wie möglich lebendige Nahrung zu dir zu nehmen. In Form von Sprossen, Salaten, Gemüse, Obst, Smoothies. Das wird deinem Körper voll mit Nährstoffen pumpen und du wirst dich vitaler fühlen, du wirst dich fitter fühlen. Ich kann dir ein Beispiel erzählen von meinem Mann. Ich hatte jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr gefastet, weil ich entweder schwanger war oder gestillt habe. Und er hat jedes Mal gelitten beim Fasten. Jetzt hatte ich ihm die letzten paar Male, beziehungsweise letztes Jahr zum Beispiel, die Ernährung umgestellt. Ich habe ihm einfach kein Fleisch mehr hingestellt. Er hat zwar Fleisch gegessen, aber sehr, sehr wenig. Meistens am Wochenende, wenn wir zu Besuch weg waren oder wenn wir Besuch hatten, dann haben wir halt Fleisch angeboten. Aber alleine zu Hause habe ich ihm sehr viele Sprossen angeboten, sehr viele Smoothies, Salate, Gemüse, Obst. Er hat den Monat Ramadan ohne Probleme überstanden. Normal hatte er immer Magenprobleme, sehr müde, er hat sehr gelitten. Und durch diese Ernährungsumstellung ging es ihm viel, viel besser. Er musste nicht mehr so viel entgiften. Weil wenn du natürlich abends dir sehr viel Mist reinziehst, wie frittiertes Essen, dieses Fleisch aus der Massentierhaltung, fettiges Essen, dann muss der Körper damit erstmal klar werden. Ja, den ganzen Tag war der leer, dann kriegt er so viel Mist und dann musste schon wieder entgiften. Er dachte, der ist schon sauber, jetzt kriegt er schon wieder Mist. Aber wenn du deinem Körper sauberes Essen zuführst, fällt es deinem Körper einfach leichter, dann zu fasten und
Er profitiert von diesen Vitaminen, die er bekommt. Das ist eine ganz, ganz simple und einfache, aber wichtige Sache. Das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, dass du dieses sehr zu Herzen nimmst. Das Video hoffe ich auch, dass es kurz und knapp war. Ich wünsche allen Mitmenschen, die fasten, alles Gute und auch allen anderen und hoffe, dass die Fastenzeit für jeden von euch gut verläuft und dass du gestärkt und gesund und auch mental fitter dadurch hervorkommst. Ansonsten, falls du weitere Tipps von mir haben möchtest, schreib es mir mal unten. Ich wünsche euch allen alles Liebe, Frieden und Gesundheit. Bis dann. Tschüss. Wenn du mehr Videos zum Thema Abnehmen, Haushalt, gesunde Rezepte sehen möchtest und das Maximum aus dir rausholen möchtest, gesund und glücklich zu leben, dann abonniere unbedingt diesen Kanal.